Hallo, Bottle, Abort. Mit der Funktion Abort, siehe Zeile 8, ist es möglich, eine Error-Seite zu generieren. Als erstes, nach der Klammer auf, steht der Error-Code, dann Komma und dann eine Zeichenkette, die ausgegeben wird als Fehlermeldung oder als Hinweis, Informationen. Okay. Speichern. App ausführen mit Python Leerzeichen app.py. Und in den Browser eingeben. HTTP Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich Localhost Doppelpunkt 8080. Und dann die Route Schrägstrich Hallo, die in Zeile 6 definiert wird. Gebunden an die Funktion Hallo in Zeile 7. Und in der Funktion Hallo steht dann die Funktion Abort. Okay. Und so sieht die Seite, also die Errormeldung, dann aus. Code 401. Und dann die Meldung Zugriff nicht erlaubt, genauso wie auch in Zeile 8 definiert. Ciao und viel Glück.